Guten Morgen. Der frühe Vogel tut im Wohnwagen. Der frühe Vogel wohnt im Wohnwagen. Verstehst du, ich habe einen Witz gemacht auf Anspielung unseres Camper-Trips. Ah, ich hab's gemerkt. Kannst du dich jetzt wieder verziehen? Okay. Das sieht zu 100% ausgeschlafen aus. Ah, wo gar vielleicht ist. Gute Nacht. Ich guck mal, wo die anderen sind. Hallo? Hallo? Komm da runter zum Spielen? Nein, Gott, ich komm. Komm ja da auch schon bald. Oh, ich grüß dich. Einmal eingebacken. Das war eine krasse Begrüßung hier. Das war eine krasse Begrüßung. So, gleich geht's los. Wir werden jetzt unsere Sachen so ein bisschen noch zusammenpacken. Wir haben gestern schon ein bisschen vorbereitet. Und dann holen wir unseren Karren ab. Ich bin mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt. Ja, sieht also, so gut aus, Alter. Oh. Ja, ich hab mich extra voll schön gemacht. Sieht's nie aus in allen. Ich will ja nicht hetzen, ne? Aber in 13 Minuten kommt unser Taxi. Alter, das nehmen wir nur wir zwei, oder? Das nehmen ihr zwei Zirpen bleibt ja hier, oder? Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Okay, Leute, wir sind jetzt angekommen. Wir sind hier bei, ja, am Arsch der Welt. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, aber wir fahren mit dem Wohnmobil heute live los, Alter. Und ja, wir werden jetzt quasi on the road gehen nachher mit einem fetten Wohnmobil. Ich werde der Fahrer sein. Alter. Ich habe gerade die Info bekommen, dass wir ein noch größeres Modell bekommen haben, weil der andere nicht verfügbar war. Okay, ich sag mal nicht nein, ne? Dann würde ich sagen, lass uns das Ding mal zu Lisa und Anna bringen und guck mal, was die sagen. Oh mein Gott! Geil! Oha! Das ist richtig nice! Oh mein Gott! Und jetzt fragt ihr euch, wo ist das Hubbett? Ja, ist das hier oben? Das ist hier? Ja. Es kann aber. Und das kommt dann bis hier runter? Ja. Geil! Ja. Hallo? Und hier ist auch ein Bett. Haben wir denn Besteck und so? Nein, das müssen wir auch mitnehmen. Oh, mitnehmen. Aber guck mal, das Geilste an dem ganzen Ding ist, wo ist die Dusche? Doch, ich weiß, wo die Dusche ist. Ich zeig's. Ja. Hey, nein. Ist die Dusche. Nein. Hey, komm mal. Nein, ich habe nicht. Komm mal raus. Komm mal raus. Ich weiß es. Warte. Ich probier's. Komm, steh auf. Schade. Ihr Vollidiot. Oh ja. Die kannst du aber aufklappen. Nein. Doch. Ja. Ach geil. Da macht man die Toilette nicht nass, ne? Ja. Ey, das ist ja mega geil. Alter. Guck mal hier, kann man hier dran sitzen, die und Sitze. Dann, die kann man umdrehen, ne? Warte, genau, wir können. Ey, der ist ja größer als unser jetziger Tisch fast. Ja. Dieser packte Leben so. Immer. Schau mal, selbst wenn man über den Tag fährt, kann man hier so die Sachen hochmachen. Das ist ja auch noch voll viel so Stauraum. Für einen Rucksack und sowas. Das ist ja echt geil. Okay, wow. Ja. Ich pack noch ein paar Sachen ein. Ich glaube, ich hol mir noch 10 T-Shirts. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Hey. Hey. Oh, ha! Jau! Wow! Hier, wir haben so viel Platz, lass uns ein paar Toiletten noch mitnehmen. Das stimmt, ja. Also, das muss alles rein. Das da, was da liegt, muss alles rein. Also, wir werden so viel Platz noch haben. Planken. Also, ich glaube schon, dass wir gut voll sind, aber ich glaube, dass es nicht voll unangenehm ist. Ja. Voll ist der Tim jeden Samstag in der Disco auch. Richtig. Übrigens, ich bin richtig ein Honk. Ich habe mir einfach komplett neue Socken gekauft, weil ich jetzt schon weiß, dass ich alle wieder verlieren werde. Ja, es geht los! Ja! Hurra! Den brauchen wir auch. Den werden wir brauchen. Na? Na? Wie weit sind wir? Fertig! Alles ist eingeräumt, alles ist soweit sicher, außer die Gläser. Das wird ein Experiment. Dörfi, erklär uns mal ganz kurz, was hast du denn? Ein Stich. Ein ganz kleinen. Ein kleinen Stich. Der geht so ungefähr von hier bis da. Ja, gucken wir mal. Hoffentlich fällst du uns nicht ganz tot um. Hoffentlich bin ich nicht schon morgen tot. Die Mutti hat eine Creme eingepackt. Okay. Wer am Ende des Roadtrips überlebt hat, hat gewonnen. Damit die Leute auch was Spannendes hast du, zu gucken hast du schon
einen Favorite Snack, den du haben willst? Ich weiß nicht, ich bin eher abenteuerhungrig und nicht sausnack. Wow. Ja, ich würde sagen, wir haben alles. Ja, wir haben alles. Wir fahren jetzt los und die erste Station ist einkaufen. Wir brauchen Proviant. Genau. Nudeln, Soße, Süßigkeiten. Alles muss. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ja, kriegen wir hin. Ja. Let's go. Let's go. Bisschen was eingekauft. Überraschung. Wo zur Hölle soll das alles reinkommen? In deinen Magen. Also es sind viele Flaschen, die man nicht mehr einmacht. Es ist nicht so, wie okay. Es aussieht. Ja, na gut. Genau. Es ist noch viel schlimmer. Richtig. Das Wichtigste. Aber in die Koffer, alle in die Koffer. Schau mal hier. Ich würde es einfach sagen, wir machen die ganzen... Schau mal, mach doch mal hier. Soll ich auch noch mal rein? Ich glaube nicht da rein. So, that's it. Leute, sind wir ready? Ja. Sind wir ready to go? Oh! Okay, let's go! Wo geht's hin? Als erstes Spot sollen wir schon verraten. Wo geht's denn nochmal hin? Pfälzerwald! Pfälzerwälde! Auf zum Pfälzerwald! Wir gehen jetzt zu diesem roten Felsen. Die sehen aus wie diese Canyons in Amerika. Ja, Grand Canyon. Es sieht, wir haben auch gerade gesagt, es sieht hier aus wie in Kanada. Ja, jetzt müssen wir erstmal zu diesen Wanderkarten. Ich hab daraus noch, bin daraus noch nicht schlauer geworden, by the way. Als Schlossfelsen ist das doch, oder? 11 Kilometer? Was? 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 Nee, nee. Das ist halt die Frage, in welche Richtung das ist. Altschlossfelsen this way. Gott sei Dank ist das angeschrieben, ey. Wir wären schon längst falsch sonst. Oh, wie krass sieht das denn aus? Oh mein Gott. Boah, das sieht aber echt richtig krass aus. Vor allem diese einzelnen Schichten, ne? Ja, diese Linien dazwischen. Voll. Krass. Und da merkt man wieder, man sollte auch die Umgebung um sich herum erkunden, ne? Wie war's? Ja, geil. Ich war super Berichterstattung. Es ist echt richtig, richtig heiß auf jeden Fall. Es ist schwül. Ja. Es ist nicht heiß, es ist schwül. Ja. Tim ist ein bisschen vorgelaufen, weil er hatte ein bisschen Probleme mit den Bremsen und die haben ihn ordentlich gestochen, da ist er ausgerastet wieder. Alter. Verpiss dich doch, Alter. Verpiss dich doch, Alter. Mein Gott, Alter. Ey, komm her. Hallo, meine Brille, tu die mal weg, bitte. Oh Gott, ey. Oh Mann, wie lange ist das noch? Bist du da? Merkt man, dass ich den Wald hasse? Na, Leute, wie ist die Lage? Wir sind nach einer Stunde da, aber wir haben immer noch keinen fixen Schlafplatz, weil der Campingplatz geht einfach nicht dran. Zwei, wo wir angerufen haben, sind schon ausgebucht oder haben bereits geschlossen. Das heißt, es wird wieder ein kleines Abenteuer, wo wir heute schlafen. Das ist richtig voll hier. Was? Das ist richtig voll hier. Ja gut, das mit dem Stellplatz wird vielleicht ein bisschen... Alles rot hier. Shit, wenn schon hier vorne rot ist. No. Aber und Achtung, stopp, Tim. Steht hier? Bitte nur mit Reservierung anfahren. Gerade aus unserer Zeltwiese schon komplett ausgebucht. Nicht im Ernst. Was, komplett ausgebucht? Ja, steht hier. Nein, Alter. Soll ich mal ganz kurz reinlaufen und fragen? So, Anna, was ist jetzt der Plan? Jetzt dann rein und dann... und dann drehe ich ihn den Hals um. Und dann kriegen wir eine Absage und dann heule ich. Und dann schlafen wir draußen am Boden. Irgendwie sieht auch die Rezeption zu aus, oder? Das ist alles komplett geschlossen. Was steht hier? Hier Öffnungszeiten. 8 bis 21 Uhr. Nein! Wie spät haben wir es? Viertel nach. Viertel nach 9? Ja. Alter, ich könnte kotzen. Das heißt... Riesenbesprechung unten, wie immer. Ja. Mal gucken. Du sagst es, nicht ich. Schlechte Nachrichten, alles ausbucht, die Kacke, es ist alles zu. Ja, geil! Wenn alle schräg reisen, packen wir uns da vorne hin.
Leute, das ist Camping. Immer ein Abenteuer parat. Super. Ja, seit vier Wochen Camping nix Dusche. Ja, super. Da habe ich auch gar kein Problem, aber ich will meine Haare machen. Wir haben nur meine Haare machen. Ja, wir müssen echt mal die Akkus hier auffüllen. Ja, das ist das Problem. Wir haben nur Dusche. Wir sind alle am Campen, Alter. Das kann doch nicht sein. Ja, ich würde sagen, wir stellen uns einfach da vorne neben. Ernsthaft jetzt? Bitte nicht. Also da gibt es auch Leute, die wahrscheinlich dieselbe Idee hatten. Nee, ey. Ja, was sollen wir denn machen? Ah, gehen die nicht ran da oder was? Nee, keiner geht mehr ran. Die haben alle schon geschlossen. Aber können wir es nicht wenigstens ausprobieren? Nein. Mir reicht's jetzt. Das haben wir uns anders vorgestellt. Ja, nach 5 Stunden Fahrt. Ja. Alter, ich stehe so schief, da rutscht es über die Wand. Ja, Alter, vor allem hier mit dem Dreckslicht, ey. Oh Mann. Und im ersten Eindruck, was sagst du? Super geil, guck mal hier, immer schon die Scheißhaufen hier. Super. Tannenzapfen. Ein Tannenzapfen. Wisst ihr, dass wir richtig schief stehen? Wir würden heute richtig schief schlafen. Ja, weiß ich nicht, dann lass uns. Also Fakt ist, wir brauchen irgendwann mal. Haben die gesagt, wann hier in der nächsten Ding frei ist? Nee, es war, die Rezeption war nicht mehr offen. Ey, Alter, sind die alle behindert oder was? Aber dann machen wir nochmal. Geld verdienen. Machen wir nochmal Schlussbild hier. Sind alle satt? Hier, so. Das ist schon Nachtruhe. Ich bin satt. Es ist Nachtruhe. Scheißegal, Alter. Aber das ist das Schöne beim Campingtrip. Man weiß nie, was einen erwarten tut. Ja, das ist wie ein Überraschungsei, Mann. Okay. Man packt es aus und es enttäuscht am Ende. Oh Mann, und gute Nacht. So Leute, wer hätte das gedacht? Wir haben Schein zum Glück. Wir haben doch noch einen Stellplatz gefunden. Ohne Scheiß. Nach 10 Stunden. Ohne Scheiß. Nicht so laut. Was hast du gesagt, Kim? Nicht so laut. Dann blenden wir jetzt gerade noch mal ein, wie du dich vor 2 Minuten wie der Teufel aufgeregt hast. Und bitte. Sind alle satt? Hier, so. Das ist schon Nachtruhe. Ich bin satt. Es ist Nachtruhe. Scheißegal, Alter. Na, was sagt ihr jetzt zum Zulauten? Wir haben jetzt, Leute, noch einen Stellplatz im Griff gefunden, wo wir Strom und Wasser haben und noch eine weitere Nacht überleben können. Wir leben weiter. Ich komme mir gerade so vor wie auf einer gestrandeten Insel, wo man versucht, so Feuer machen mit 2 Steinen oder so. Und dann einfach erleichtert ist, wenn es funktioniert. Das sind einfach nur Idioten, die in der Zivilisation nicht mal klarkommen. Oder auch das. Ja! Funktioniert? Ja. Es werden Licht. Yes. Yeah. Alle mal jetzt Stromnutze. Stromnutze wie Säugel. Ja. Gute Nacht, bis morgen. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss. Und dann? Hallo. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, wir haben gerade Outfits rausgesucht, weil wir haben uns gerade ein paar Ideen für Instagram-Fotos überlegt. Ja. Wie war die Nacht gestern das erste Mal mit Strom? Gut. Ja, geil. Gut. Zurück in der Zivilisation. Ja. Was wir alleine nicht schiffen, das schiffen wir jetzt zusammen. Anna wird Rapper, haben wir heute schon mitbekommen. Ja, ich bin der deutsche Eminem. Warum zieht ihr die Schuhe nicht auf ja, der scheiß Treppe? Ja, das Problem war, dass so viele Schuhe da stehen. Ach so? Und eure Schuhe halt da unten standen. Ah, okay, wow. Und Dörfi dann hochgelatscht ist. Okay. Ah, jetzt bin also ich schon. Jetzt ist der Dörfi schon alles im Arsch. Weißt du, jetzt ist schon wurscht. Okay, let's go. Okay, let's go. Willst du dich dann umziehen oder lassen wir das an? Lassen wir das mal an. Probieren wir aber nur ein Test. Wir probieren ein Testfoto. Warte, ich glaube, du musst höher. Hast du das Handy verloren? Oder Hände. Ey. Wie sah es aus? Super. Aber die Location ist aber geil. Was geht ab hier? Ja, grüß dich, lieber Moritz. Dich. Wir haben nicht mehr gesehen. Wir haben es gerade gemütlich gemacht. Wir waren nämlich bis gerade eben noch. Wo waren wir eigentlich? Im Wald, wie ihr gesehen habt. Keine Ahnung, wo das war. Keine Ahnung, wie es heißt. Unser Tag geht jetzt zu Ende und auch der Vlog. Ich hoffe natürlich, oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Und es wird noch weitere Teile geben. Die werden dann immer angekündigt auf Instagram. Und der zweite Teil kommt jetzt erstmal auf Alas Kanal. Ja, das bin ich. Mehr Infos dann auf Instagram. Bye. Bye. Und wir machen uns jetzt noch einen entspannten Abend.
entspannt. Tschüss. Tschüss.